durch den Nebel. Oh, scheiße. Ein Boss! Oder mehrere Bosse? Ein Statuenkopf. Ah, sehr schön. Tja, da fehlt wohl der Kleber. Ey, du brauchst doch nicht gleich so ausrasten. Ich glaube, er macht... Ja, er ist der Macher dieser giftspuckenden Kackstatuen und... Alter. Der Verkommene. Ein Bosskampf. Oh, Ausdauer reicht für einen Blockangriff. Ja, oh, scheiße. Feuer macht mega viel Schaden, sehe ich gerade. Okay, müssen wir aufpassen. Na los. Aua. Okay. Greif an. Ich weiß nicht, wo Feuer ist. Wow, wir machen fast 200 Schaden. Das hat ihn auf jeden Fall viel gekostet. Vielleicht schaffen wir es ja beim ersten. Erstmal seine Hand schlagen. Ja, gut. Irgendwann musste es uns treffen. Lol. Haben wir einfach mal standgehalten im Angriff. So. So, ich glaube, die Hälfte haben wir inzwischen. Kann ich nicht so gut abschätzen. Aua. Okay, trinken wir noch schnell einen. Auf unser Wohl. Finde ich gut, dass wir ablocken können alles, wenn unsere Ausdauer voll ist. Puh, alter Junge, du siehst echt hässlich aus. Aua. Erstmal schlagen. Na? Schlage. Und wir trinken mal wieder ein, auf unser Wohl. AOE-Angriff! Noch ein Auni. Immer die Leute, die Magie benutzen, wa? Mein Gott. Aber er ist machbar. Nicht so wie die drei Ritter, auf die immer noch da rumstehen, wahrscheinlich. Und warten, dass wir zu denen kommen. Okay, aber schwer ist der ja jetzt gerade nicht, ne? Komm. Machen wir mal hier ein bisschen Platz. Naja, einmal reicht ja. Das macht uns ja gleich nicht schon zu Gift-Typen. So, Kollege. Alter, deine Hand ist so eklig, wa? Du allgemein bist voll eklig. Was zum... Autsch! Immerhin haben wir überlebt. Oh, eine Seele. Wir haben unsere Seele wiedergefunden. Sozusagen. Und das war mutig, dass ich die Chance nicht ausgenutzt habe, um zu heilen. Schnell. So, wir müssen hier weg, ey. Hier ist zu viel Feuer. Schlagen und wieder abhauen. Nicht zu geizig werden. So. Nein. Oh, er hat einen Trick angewandt. Okay. Du bist echt eklig, habe ich das schon mal erwähnt. Wieder zweimal schlagen. Seine Magieangriffe sind ätzend. Wieder zweimal schlagen. Sind ungefähr immer 400 Schaden. Das ist ganz nice.
Nein, er hat uns wieder gegrabt. Nein, nicht schon wieder der Schmuser. Ja, ouch, aua. Ja, gut. Aua, da habe ich zu früh gerollt. Ah, aber erstmal wieder einsaufen. Dafür ist doch immer Zeit. So. Wieder zweimal schlagen. Ih! Alter, nicht kotzen. 200 Schaden. Autsch, aua. Trink. Nein, nicht trinken. Oh, Alter. Ich muss blocken und dann trinken. Oh, der... Mann, Mist. Egal. Ist ja immerhin, ne? Ihr wisst ja, bla und blo und wie auch immer. Oh, eine große Sense. So, geht durch, Mann. Ich hab keinen Bock auf euch. Aua. Wo kam eigentlich der eine Schuss, der uns getroffen hat? So. So, wenigstens kein Gift. Aller guten Dinger sind drei, Kollege. Der Verkommene, Teil 3. Lol. So, wieder zweimal getroffen. Kennen wir ja. Einmal getroffen. Lol. Nice. Du musst also nicht direkt einem Angriff ausweichen, sondern man muss nur die Ausweichattacke vollführen. Das hat ihn gehittet. Hoffentlich stark ins Herz. Aua. Naja, immerhin. Haben wir ihn geschlagen. Ja, und dann rolle ich einfach nicht, weil ich denke, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Er greift ja nicht sofort an. Es ist ja immer wieder eine kleine Aufladzeit bei seinen Angriffen. Naja. Ist ja nicht so weit zu ihm, ne, dass es Probleme bereiten könnte. Also der Weg ist ja nicht allzu lang. Also wird das ja wohl kein Problem darstellen, hier immer durchzulaufen. Mal hier rollen. Die kaputt hauen uns vorsichtshalber und Versuch Nummer 4. So, ein bisschen vom Feuer weg, Kollege. Aua. Ah, Mist, ey. Ich glaube, wir gehen auf Lebenssteine. Die gehen es schneller zu machen. Voll auf seinen Kopf. Nehmen wir mal einen. Und wir können uns bei den Lebenssteinen ja auch bewegen. Also von daher ist das eine bessere Variante. Wenn auch nicht so stark, aber immerhin. Nicht wahr? So, unsere Seele ist wieder zurück. Nein! Oh, davon werde ich aber echt immer erwischt. Ah, oh. Mama, tat das weh. Seele! Ne, wir haben ja gar keine Seele. Haben wir die nicht eingesammelt? Habe ich die nicht eingesammelt letztes Mal? So, wieder zweimal geschlagen. Oh, viel zu nah. Haha, Bitch! Okay, seinen Angriffen kann man eigentlich gut ausweichen. Wenn man die dazugehörige Ausdauer besitzt. Nicht wahr? Ja, wie hier wieder mal. Oder den falschen Zeitpunkt, wie hier gerade gesehen. Aber es scheint eine ganz gute Taktik zu sein. Auszuweichen, anstatt zu blocken oder, ne? Ist eine schnellere Variante.
Ich will gar nicht wissen. Ich glaube, wir würden diesen Grab-Angriff gar nicht überleben ohne die Hadelsrüstung. Also deswegen, Gott sei Dank, können wir schon so viel tragen. So. Versuch Nummer 6 inzwischen. Ich habe keine Ahnung. So, bisschen Ausdauer aufladen. Oh lol. Kleiner soundtechnischer Fehler irgendwie. Auf meinem Ohr jedenfalls. Können wir seine Arme abhacken, um den Kampf leichter zu machen? Ich weiß es gar nicht. So. Ordentlich Schaden. Nochmal Schaden. Nochmal Schaden. Nochmal Schaden. Oh, jetzt bin ich aber echt gierig auf Schaden machen. So, immerhin funktioniert's ja. Hälfte ist, glaube ich, wieder geschafft. So. Haha. Diesmal haben wir mal geblockt. So. So, Mann. Diesmal triffst du uns nicht damit. Dieser Angriff ist voll stark. Seiner von sich auch. Haha. Wir sind ja schon voll weit. Jetzt bloß nicht gierig werden. Oh lol. Wir haben ihn gleich. Komm schon. Das war der Verkommene. Ja, so schwer war der ja gar nicht, wenn man ausweichen kann. Oh, große Seele umarmt. Alter, ich glaube, das war wieder einer der großen Bosse. Ich glaube ja. So, da hinten ist ein Item. Das wollen wir natürlich. Das will ich natürlich haben. So. Feuersamen. Alles klar. Ich glaube, das ist wieder ein Schmied-Item. Können wir mal kurz nachschauen. Eigentlich. Feuer. Oh, wir haben schon zwei. Ach, die stärkt die Pyromantieflamme. Oh, ist das geil. So, das haben wir hier geschafft. Sehr schön, was ist hier? Oh, eine Schatztruhe. Geil. Immer her damit. Ja. Edler Knochenstaub. Auch sehr schön. Dann ist es schon 5 plus. Wir haben 5 Estus Flasks und auch schon auf plus 4 gelevelt. Alter, ist das riesig hier. Was ist hier? Das ist das Feuer von nebenan, was hier noch durchscheint. Naja, egal. Wir haben das zweite Urfeuer entzündet. Leuchtfeuer der Schlucht. Ha, geil. Das war schon das zweite. Also irgendwie ging das jetzt hier, glaube ich, etwas schneller als der andere. Aber naja, egal, nicht wahr? Solange es geht. So. Achso, sie redet ja wieder was anderes. Klar. Immer, wir sind Habel. So, wir werden wieder... Mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück, okay. Wir werden zweimal in Belastung stecken. Also. So, wir machen das erstmal gleichzeitig. Oh, jetzt haben wir schon wieder kaum Seelen. Aber egal, können wir 67%. 73%, okay. Uns fehlt nicht mehr viel. Noch ein so ein Boss und dann können wir, ne? Ihr wisst ja. Weiß Bescheid. So, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen auf Bossjagd. Denn, wir machen mal diese... Wir versuchen die Ritter nochmal. Da waren wir ja schon eine lange Zeit nicht mehr. Vielleicht sind wir auch jetzt stärker geworden, so dass wir die besiegen können. So.
Vielleicht wird das ja was. Wir halten jetzt auch hoffentlich mehr aus. Also kann das ja was werden. Aua. So. Das hat echt wehgetan. Die scheiß Explosion. Aber egal. Das Problem ist, wir spielen mit einem Falkhorn und das skaliert mit Geschicklichkeit. Also ich, ist es vielleicht doch nicht so schlau, mehr auf Stärke zu gehen. Es sei denn, wir holen uns jetzt noch eine andere Waffe, die da... ne? Ihr wisst ja, wir haben ja schon Falkhorn plus 6. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Waffe haben, die mit ihrem... gerade so in unser Metier reinpasst, aber trotzdem viel stärker ist es als unser Falkhorn. Vielleicht das hier? 200, oh Alter. Ah, das ist viel zu schwer, ich glaube. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir ja, ich glaube, wir skillen jetzt hauptsächlich erstmal auf Geschicklichkeit und Belastung. Um unseren hier, diesen Schaden hier zu erhöhen. Und um mit dem Falke mehr Schaden zu machen. Weil das sind ja unsere Hauptattacken. Oh, da war es schon. Deswegen, Stärke ist ja nur für das Schild. Also von daher ist es nicht so nötig. Unser Schild reicht ja erstmal. Hallo. Du Typi. Alter. Weil er seine Attacken, ne? Irgendwie habe ich mit dem Probleme. Ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie... ist ja scheiße. So einen Lebensstein nehmen. Schon auf dem Weg habe ich schon so viele Lebensitems verbraucht. Ist ja schon fast nicht mehr feierlich. So. Hallo, ist ihr Trottels? Ja, so viel Schaden machen die jetzt nicht mehr. Aua. So, der eine ist down. Was war das? Wir nehmen noch eine Estus-Flask. Wir haben es ja. So. Komisch ist, wenn die angreifen, explodieren die Fässer. Wenn wir angreifen, passiert das nicht. So, Kollege. Und das war er hier. Ja, jetzt wieder nicht, oder was? Also wenn es explodieren soll, explodiert es nicht. Und wenn es explodiert, dann soll es nicht explodieren. Ja, das ist die beschissenste Sache. So. Lebensstein, sehr schön. Den wir eben verbraucht haben. So. Dann versuchen wir das hier mal. Na? Ja, sieht doch schon besser aus. Sieht doch schon besser aus. So, Kollege. Oh ja, sieht ja schon etwas besser aus. Der tötet uns auch nicht mehr mit zwei Schlägen. Das Problem ist, wenn die anderen kommen. Ah ne, die anderen kommen noch gar nicht. Erst wenn der eine stirbt, so wie es aussieht. Schlagen. Yahim ist übrigens unser erster Gegner. Der bekommt ziemlich auf die Fresse. Na, fällst du runter? Nö. Of course not. So, das war der erste. Kommt, da kommen sie auch schon an. Kommt der jetzt hier hochgesprungen? So, jetzt wird's spannend. Jetzt sind es 2 gegen 1. Okay, der eine hat sein Schild weggeschmissen. So, Hit für Hit jetzt. Jetzt wird's spannend. Aua. Gut. Die arbeiten zusammen wie ein Team.
Frage, wie macht man es am besten? Ihr sollt nicht auseinandergehen, das ist das Letzte, was ich will. Aua. Schnell Lebensstein nehmen, um unsere Leben aufzufüllen. Wieder schlagen, sehr schön. Jetzt kommt er von rechts angesprungen. Ist doch scheiße hier. Ja, jetzt ist unser Falkchen noch in Gefahr. Willst du mich voll verarschen? Ich glaube, es hagelt Bockwurst. Ja, gut. Unser Falkchen ist in Gefahr. Ja, oh, gut, dass Drox spielt Dark Souls 2.